So, los geht's mit dem Zeitfahren. Elecaon ist schon auf der Strecke und jetzt kommt auch gleich Eder Freire mit einer, naja, Tagesform, würde ich mal behaupten. Noch sieht man nichts. Gehen wir gleich mal richtig aus dem Sattel. Und ich glaube, Elecaon, sagen wir mal, er soll automatisch fahren. Wir konzentrieren uns mal auf unser gelbes Trikot, auf Eder Freire. Der gleich mal richtig reinballert. In der Abfahrt nehmen wir ein bisschen raus. Und hier sollten wir dann wieder ein gutes Tempo fahren. So, mal schauen, was drin ist. Also Derek Gee, sicherlich der Top-Favorit, der Mann, der Zweiter im Gesamtklassement ist, das weiße Trikot momentan trägt. Vorne Alec Cowan, auch relativ gut platziert, Zweiter in der Nachwuchsfahrerwertung. Den werden wir heute sicherlich nicht verbessern können, diesen Platz. Das ist schon mal klar, weil Derek Gee, wie gesagt, der Top-Favorit ist, heute das gelbe Trikot zu übernehmen. So, Freire. Es gibt gleich mal hinten noch eine Abfahrt, deswegen können wir etwas in Vorlage gehen. Diese Abfahrt hier ist aber nur relativ leicht. Also da kann man jetzt auch nicht irgendwie auf 65 runtergehen, so wie hier vorne. Da kann man doch etwas runterschalten. So, und dann drehen wir aber auch wieder hoch. Und dann versuchen wir natürlich auch den roten Balken nochmal an ein paar kleineren Anstiegen vielleicht zu malträtieren. Jetzt machen wir es mal mit der 87. Mal schauen, Derek Gee, deutliche Bestzeit 12:17. Das wird für uns nichts werden. Schauen wir mal, da sind wir mal ganz kurz runtergegangen. Wir haben jetzt schon 50 Sekunden Rückstand. Vorne Elecaon, Del Pino, Campos und da ist Ki Gee auch schon dran. So, wir ballern hier nochmal ein bisschen rein. Den roten Balken mal ein bisschen weg. Gehen dann etwas runter, weil wie gesagt, hier geht es die ganze Zeit leicht bergab. Sollten wir trotzdem reinballern. Vorne gibt es aber auch nochmal einen leichten Anstieg. So, Elecaon gibt da jetzt gerade das letzte Hemd und mal schauen, für welche Platzierung reicht es. 21. Platz, nicht so richtig stark. So, Derek Gee ist da vorne vorbeigegangen, der ballert hier richtig durch. Denke mal, dass der auch eine sehr gute Form hat, weil mit 62er Bergwert überhaupt so weit vorne zu sein, ist schon Wahnsinn. Kommt rein mit Bestzeit 22:31. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir unser Trikot abgeben werden. Jetzt ist der gelbe Balken auch gleich weg. Uiuiuiui, aber den roten haben wir ja auch noch. Und dann können wir jetzt nochmal hochdrehen. Die letzten Millimeter mit Eder Freire. 18. Platz, 1:21 mit unserem Zeitfahrwert, glaube ich, ganz ordentlich. Aber dann ist es doch nochmal eine ordentliche Packung, die wir hier on top bekommen im Zeitfahren. Schauen wir mal auf die Gesamtwertung. Da sind wir trotzdem noch Zweiter. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber Adam Roberge oder Adam Roberge klingt einfach wirklich, als bräuchte man ein Taschentuch. So, sind wir nicht so ganz zufrieden mit. Bergankunft war mega gut. Zeitfahren war jetzt leider wieder ein bisschen ein Schlag ins Kontor. Aber vielleicht haben wir auf den restlichen Etappen ja doch nochmal die Möglichkeit, Derek Gee irgendwo zu distanzieren. Ich glaube es nicht. Es bleibt zwar hügelig, aber der Mann ist Jutrup. Also hier sieht man es nochmal, geht leicht bergauf. Und Quebec, Quebec kennen wir ohnehin, wobei das natürlich nochmal ein anderes Quebec, Quebec ist. Dann hängen wir jetzt Etappe 4 und 5 zum Ende der Folge noch hinten mit dran. Dann machen wir nochmal eine kleine Übersicht und dann sind wir ja auch schon bald wieder bei den nächsten Dossiers. So, 14 Kilometer sind es noch auf der vierten Etappe. Wir haben vorne Lance Hayden in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand mitarbeitet. Sieht aber erstmal noch ganz ordentlich aus. Natürlich wieder so ein bisschen zweigleisig. Hier hinten wird nicht so richtig schnell gefahren. Wir kommen hier mit dem 65er Wert mit. Lance Hayden vorne müsste vielleicht gleich nochmal eine kleine Attacke reinsetzen, um die Gruppe hier zu sprengen. Ansonsten könnte das eng werden. Machen wir mal aus der Kurve raus, dass wir hier vielleicht mal eine Attacke reinsetzen. Das wird aber wahrscheinlich eher nichts werden. Mal schauen und dann müssen wir hinten jetzt wahrscheinlich auch schneller fahren. Ja, geht noch. Der Vorsprung ist wieder deutlich größer geworden, 50 Sekunden. Aber die Gruppe hier ist wieder zusammen. Und wenn hier keiner fahren will, wobei oben gerade was anderes angezeigt wird, lassen wir die anderen halt wieder fahren. Vielleicht kommt die Gruppe ja doch durch. 7,5 Kilometer sind es noch. Dann sparen wir uns erstmal wieder ein bisschen den Balken. Hier hinten, Ty Magna fährt auf Höhe von Lara. Das ärgert mich so mit diesem mexikanischen Meistertrikot. So, das könnte theoretisch reichen. Es geht hinten raus leicht bergauf. Gumann 67,64, durchaus einen guten Wert. Wood ist gut drauf. Na, da sind schon ein paar gute Fahrer hier vorne mit drin. Die werden wir nicht einfach so loswerden.
37 Sekunden, 40 Sekunden. Also wir konzentrieren uns jetzt mal hier vorne drauf. Weil hier, das wird, denke ich mal, nichts mehr werden. So, mal schauen. Energiegele sollten wir natürlich trotzdem noch nehmen. Ein bisschen zu spät mit Lance Hadet, wenn man so aus dem Rhythmus rauskommt. Hängen uns mal an Metcalf dran. Wie ist der so drauf? Naja, eigentlich mit der schlechteste. Dann lassen wir uns das Ganze mal von Wood anfahren. Wer Kapitän bei Hogwarts ist im Quidditch-Team, der kann ja nicht ganz schlecht sein. Da geht's dann jetzt los. Nochmal schauen. Dann kommt Lance Hadet mal. Schauen, reicht das oder sind wir dann auf den letzten Metern doch nicht gut genug? Doch, das reicht. Lance Hadet mit dem Sieg, bevor wir jubeln. Schauen wir aber, dass wir hier hinten nicht abgehängt werden. Wäre wahrscheinlich eine gute Variante. Da sollten jetzt keine Sekunden passieren. Dann gehen Freire und Kauen auch nochmal los. So, ja, die Mega-Zeitlupe brauchen wir nicht. Auf jeden Fall Sieg aus der Ausreißergruppe. Das hatten wir noch nicht häufig bislang. Umso schöner, dass es jetzt mal geklappt hat. Da sollten keine Abstände gemessen worden sein. Haben wir fast vergessen. Hätte ich einfach auf Automate stellen sollen im Finale. Aber Lance Hadet holt sich die Etappe, der amerikanische Meister, mit dem nächsten Saisonsieg. Und das haben wir ja sehr, sehr gut gemacht, auch im Finale. Natürlich auch schön Kräfte gespart. Schön, dass wir in die Gruppe durften. Also Hadet mit 21 Sekunden Vorsprung dann sogar auf den kompletten Rest. Man sieht schon gar nicht mehr, dass es eine Ausreißergruppe war. Eder Freire bleibt auf der 2, Elle Kauen auf der 8. Schönes Ding. Bergwertung haben wir auch noch ein paar Punkte gesammelt. Lance Hadet jetzt mit 10. Vielleicht geht da noch was auf der Schlussetappe, ich glaube aber eher nicht. Punktewertung Derek Gee, Nachwuchsfahrerwertung Derek Gee und Nero hat gepupst. Boah. Das ist nicht schön manchmal. Jo, aber das muss euch jetzt nicht unbedingt betreffen. Wenn es euch betrifft, dann geht zum Arzt, weil soweit ist YouTube, glaube ich, noch nicht, dass man das Geruchs-TV entwickelt hat. Aber dann gehen wir nämlich rein. Schlussetappe bei der Tour de Beauce und vielleicht geht ja wieder was über die Ausreißergruppe, vielleicht aber auch im Massensprint. Finale in Kanada und diesmal ist Ty Magna vorne. Hier vorne fährt aber keiner mehr. Probieren da jetzt nochmal rauszukommen. Beschleunigungswert von 59. Wird bestimmt gut werden mit Ty Magna, bin ich von überzeugt. Hinten Hadet hat da jetzt noch nicht die komplette Führungsarbeit übernommen. Deswegen drehen wir nochmal ein bisschen runter. Vielleicht nehmen die hier ja nochmal raus. Aber das wird vorne nichts werden. Jetzt sind noch 15 Kilometer zu fahren. Er ist eigentlich schon ziemlich durch. In der Ebene ist er stark. Aber Goodfellow, der leider nicht so ein guter Fellow heute für uns ist. Der fährt das wieder auf, deswegen werden wir hinten jetzt doch schon mal den Gashahn ein klein wenig aufdrehen. Und ich glaube, die Formulierung darf man nicht benutzen, oder? Nee. Klingt doch irgendwie falsch. Also wir werden einfach ein bisschen schneller fahren hier hinten. Ty Magna kann dann jetzt mal auf automatisch gehen, kümmert sich dann noch um Eder Freire. Gefällt mir aber nicht. Ich nehme ihn mal raus. Wie gesagt, er sprengt damit den Zug immer zu sehr. So, also Lance Hadet ist vorne. Die Konkurrenz ist jetzt auch noch nicht so stark am Start. Hier sieht man nochmal den letzten Kilometer, den wir gleich wieder fahren werden. Der geht schon noch ein bisschen bergauf. Also wir sollten mit Tyler Williams, der heute auch eine bessere Tagesform hat als Lance Hadet, unser amerikanischer Meister und Etappensieger. Etappensieger. Ach, da kommt der innere Lodder in mir durch. Didaktik heute muss einfach passen. So, Hadet ballert jetzt mal, um uns da wieder aus dem Gröbsten rauszufahren. So, mal schauen, jetzt übernimmt mal Williams. Hadet nimmt raus. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Die anderen Teams sind aber auch schon sehr ordentlich positioniert. So, Freire kommt mal. Ja, wenn er da durchgekommen wäre, dann wäre das nett gewesen. Und Elle Kauen ist jetzt natürlich viel zu spät draußen. Und da haben wir einfach überhaupt gar nichts zu sagen. In diesem Sprint Jenson Plowright vor Antoni Maldonado und Sergej Tvetkov. Also das war einer der schlechtesten Sprints seit langem. Da sind wir wirklich überrollt worden von der Konkurrenz. Macht aber nichts. Zwei Etappensiege bei der Rundfahrt in der Gesamtwertung, der zweite Platz. Da machen wir nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Und dann gehen wir, wie gesagt, ins Menü, schauen uns das an, was denn jetzt so bevorsteht. Vielleicht nehmen wir den 1.7. noch mit. Dann können wir dort nämlich auch nochmal drüber sprechen, welche Fahrer denn jetzt noch in die engere Wahl kommen. Und ich freue mich schon sehr auf den 1.8. und auf die neue Saison.
Jenson Plowright, Anthony Maldonado, haben wir schon drüber gesprochen. Derek Gee holt sich den Sieg, auch ein Fahrer, über den man nachdenken kann. Why not? Ich meine, der hat echt einen guten Zeitverwert. 1:07 vor Eder Freire und Adam Roberts. Also auf jeden Fall Nord- und Mittelamerika dominieren hier die Rundfahrt. Dann in der Bergwertung ist Belgien vorne mit Andreas Gumann. Jenson Plowright holt sich dann eben doch die Punktewertung. Alec Cowan auf die 7 zurückgefallen. Der konnte auch keine Punkte mehr holen auf den letzten beiden Etappen. Derek Gee auch logischerweise in der Nachwuchsfahrerwertung vorne. Alec Cowan dort auf einem hervorragenden 5. Platz und unser Team auf Platz Nummer 4 in der Teamwertung. Schönes Ding, hat Spaß gemacht, die Tour de Beauce. Da sind wir auch nicht erbost, dass wir es nicht gewinnen konnten. Der Gag, der erkaltet einfach nie, der glüht wie das olympische Feuer ewig. Jo, also, dann schauen wir doch mal, was sich so ergeben hat. Bei den Nachwuchsfahrern haben wir ja gesehen, dass da jetzt momentan die Kolumbianer dran sind. Das ist für uns nicht ganz so interessant. Wir haben den 30.06., also 1.07. kommen die nächsten Dossiers. Da werden wir die Fahrer reinwerfen, die wahrscheinlich eh schon 100% haben, die wir aber trotzdem verpflichten wollen. Und dann ist nämlich auch wieder eine etwas längere Rennpause. Krono Christine Armstrong, 22 Kilometer Zeitfahren. Sehr gut. Gut, dass ich das mit reingenommen habe. Dann geht's nach Ungarn, nach Kanada nochmal. Delta Road Race, Guatemala haben wir schon drüber gesprochen. Und ich freue mich schon sehr auf die Larry H. Miller Tour of Utah. Da können wir hoffentlich mit guten Tagesformen den Etappensieg holen gegen eine wahrscheinlich starke Konkurrenz. Was können wir uns sonst noch anschauen? Einmal vielleicht kurz in die Ergebnisse reingehen und uns mal die Schlüsselmomente anschauen. Nämlich der Giro d'Italia ist logischerweise schon vorbei. Tour de France ist gerade gestartet und eine kleine Überraschung beim Giro. Jakob Fuglsang holt sich den Sieg vor Tobias Voss. Mega stark. Also wenn ich ein skandinavisches Team kreieren würde, wenn ich mit Uno X spielen würde und würde versuchen, die zu einem Spitzenteam zu machen, dann würde ich Tobias Voss sofort verpflichten. Da führt kein Weg dran vorbei. Der Junge ist unfassbar gut. Hier zweiter Platz beim Giro. Pavel Sivakov auf der 3 spricht natürlich für nicht so ein, ja, super starkes Feld beim Giro d'Italia. Tour de France, wie gesagt, gerade gestartet. Können wir mal schauen, wie es dort gerade so steht. Glaube ich, zweite, dritte Etappe. Maximal so den Auftakt. Presst nach Landerneau, holt sich Alejandro Valverde. Der alte Mann, 41 Jahre, vor Geraint Thomas, 35 Jahre. Also nicht schlecht. Xandru Muris auf der 3, Miguel Angel Lopez auf der 4. Alaphilippe, der ja diese Etappe gewonnen hat, nur auf der 9. Roglic mit 16 Sekunden Rückstand. Weiß nicht, Tadej Pogacar wird bestimmt auch am Start sein. Sehen wir hier nicht. Zweite Etappe ging dann an Michael Woods, also nach Kanada vor Adam Yates und Patrick Konrad. In der Gesamtwertung momentan Michael Woods im gelben Trikot, nach 4 Etappen allerdings, die es jetzt schon sind. Dann Viviani holt den Sprintsieg für Cofidis. Also mutig der Tipp. Und Arnaud Demare vor Dylan Groenewegen auf der vierten Etappe, auf der zweiten Sprinter-Etappe. Schon eine gute Konkurrenz hier mit am Start. Mathieu van der Poel nur auf der 9. Was hat der auf der Etappe 2 gemacht? Eigentlich gehört er ja auch hier vorne mit rein, also nicht ganz so stark unterwegs gewesen, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Also wir warten mal. Ich mache mal ganz kurz den Sprung dann zum 1. Juli. Hunter Grove inzwischen bei 48% Fitness. Mit einer gebrochenen Kniescheibe lässt sich auch schlecht Radfahren. Man kann mit den Händen treten, aber sollte man nicht unbedingt. Kann ich verstehen, wenn er das nicht möchte. So, also wir sehen uns gleich wieder am 1. Juli, machen die Dossiers und dann reiten wir auch wieder in den Sonnenuntergang. So, wir schauen nochmal final auf die Dossiers. Wir sind am 1. Juli. Es gibt noch eine Dossierphase danach am 15. Juli. Ich habe jetzt nochmal Quentin Cowan, den kleinen Bruder von Alec Cowan, mit dazu genommen. Der ist ja auch auf Instagram unterwegs. Da hat Erik ihn ja schon gefunden, habe ich schon mehrfach erzählt. Also Quentin Cowan, 17 Jahre alt, Puncheur, 3 bis 6 Talent. Da würde ich auch sagen, da kann man auch ein bisschen längerfristig einsteigen. Dann fürs Kopfsteinpflaster, da wissen wir das Talent noch nicht genau bei unserem mexikanischen Kollegen Mariano Arroyo, 20 Jahre, 1,91 m, 84 Kilo, also kein richtiger Bergfloh, wie man schon sieht, 53er Bergwert. Ihm würde ich aber mal nur einen Einjahresvertrag geben, damit man einfach mal ein bisschen inspiziert, wie das Talent so ist. Bei Caden Hopkins wissen wir ein großes Talent, da könnte man dann vielleicht auch mal einen Zweijahresvertrag anbieten, genauso wie bei Colin Samuel. Und bei Goldwein Canister, da würde ich auf jeden Fall längerfristige Verträge geben. Bei Rafael Parisella,
nur einen Einjahresvertrag, weil er unser Golden Boy wird. Also das wäre jetzt zumindest meine Variante. Alex Mather und Luke Lamperti würden dort leider ausscheiden. So, Lachlan Morton oder Jerry Roskopf, da müssten wir immer noch entscheiden, welcher von beiden das dann wirklich wird oder ob es doch beide werden. Das sind zwei verschiedene Faktoren. Unter anderem natürlich, ob das Gehalt reicht, was wir dann zur Verfügung haben, wovon ich persönlich ausgehe, dass wir das schon schaffen sollten, rein theoretisch. Aber die Frage natürlich auch, wollen wir dann wirklich beide verpflichten, weil dann ist unser Team schon fast ein bisschen zu stark und wir wollen ja auch noch nicht in Continental Pro aufsteigen, sondern noch eine Saison Continental machen. So, das wäre quasi nochmal der Überblick über die Dossiers. Nero dreht gerade im Hintergrund ein bisschen durch, weil er versucht uns wieder zu beschützen. In der nächsten Folge gehen dann, wie gesagt, ein paar Eintagesrennen an den Start und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch euch zu verabschieden. Dankeschön fürs Schauen, danke fürs fleißige Kommentieren, fürs Däumchen geben, fürs Abonnieren, für alles und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder hier bei der Tour de France oder vielleicht ja auch bei unserem neu integrierten Horrorfreitag, der hoffentlich morgen auch das erste Mal stattfindet. Also, bis dann. Weiter geht's mit Legion of Los Angeles und auch natürlich mit dem Team Bike Aid. Maxep Debisay haben wir hier vorne. Wir sind in Ungarn am Start mit folgenden Fahrern: Maxep Debisay, Holler, König, Palke und Schnapka ist auch mit dabei für Team Bike Aid. Erstmal darauf. Momentan sind uns die Fahrer von Bike Aid noch näher als von Legion of Los Angeles. Das ist aber auch ganz klar. Schnapka ist hier hinten schon durch. Ein bekanntes Bild. Wir haben Alec Cowan mit der Plus-4-Tagesform heute. Er ist unser Kapitän. Wir haben Lance Heydt mit einer Plus 1, Eder Freire mit der Minus 2. Und wir haben vor allem ein Finale, wo wir verschiedene Karten ausspielen können. Das ist ganz interessant. Ty Mecner hat jetzt den ganzen Tag Nachführarbeit gemacht. Ja, da kann keiner mehr meckern. Tatsächlich habe ich mitgeholfen bei der Nachführarbeit und dann können wir vielleicht Freddy Ovett da vorne auch nochmal mit reinballern. Wobei es jetzt eigentlich auch schon gar keinen Sinn mehr macht, weil wir gleich unseren Dreierzug mal starten. Mit Eder Freire. Oh, die sind alle platt hier hinten. Nicht, dass die Gruppe da vorne noch durchkommt. Deswegen starten wir jetzt mal unser Ding. Wir haben unsere drei guten Hügelfahrer am Start. Den amerikanischen Meister Lance Heydt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ihr zu dieser amerikanischen Meisterschaft sagt. Ändern können wir es jetzt eh nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir mal das amerikanische Meistertrikot für ein Jahr auf unseren Schultern. Sieht doch ganz nice aus. So, also unser nicht mehr mexikanischer Meister trägt uns dann hier auf den letzten Kilometer quasi, den wir uns hier schon mal anschauen können. Jeder Freire. Weiß nicht, ob wir da irgendwie eine Lücke reißen könnten. Mit unseren Fahrern, dass wir da relativ früh uns mal absetzen. Vorne die Ausreißergruppe bleibt auch immer noch da. So, 24 Fahrer sind es dann jetzt nur noch. Wenn wir das Tempo weiterhin hochhalten mit Eder Freire, dann könnte das gut werden. Wenn wir jetzt beim nächsten Mal noch mit Lance Heydt angreifen, dann haben wir immer noch Alec Cowan hinten dran. Die Gruppe hier ist jetzt deutlich kleiner geworden. Bassetti ist raus. Ein guter Sprinter, der aber wahrscheinlich hier eh keine Chance hätte. Dann haben wir hier vorne mit Nicodemus Holler und Maxep Debisay noch zweimal Team Bike Aid mit dabei. Wir bleiben mal auf dem Tempo. Hauen hier mal die 90 jetzt konstant rein. Und dann kriegt Eder Freire auch schon mal das Energiegel. Dann müssten wir hier doch eigentlich ganz gut durchkommen. Alec Cowan bleibt am Hinterrad. Sieht alles sehr, sehr gut aus. So, wir hauen uns einmal schnell den Kopf an. Und dann geht's in die nächste Abfahrt. Ballern wir nochmal mit Eder Freire. Nehmen mal die Energiegele mit unseren beiden anderen Jungs. So, Eder Freire ist jetzt gleich durch. Lance Heydt übernimmt. Sind 22 Fahrer, alle in keiner besonders guten Position. Dann bleiben wir hier nochmal so und jetzt müssen wir es dann doch eben schneller drehen. Die Konkurrenz kommt vorbei. Heydt tritt rein. Puh, die fahren jetzt aber echt schnell. So, komm, Alec Cowan. Geh mal raus. Kommst du da nochmal hin vorne? Da ist leider wieder die Brücke davor. Alec Cowan jetzt mit ein bisschen Tempoüberschuss. Reicht allerdings nicht für den Sieg. Den holt sich Maxep Debisay. Schönes Ding, freut uns natürlich. 71 Berg, Hügel 70. Dann haben wir Toto, 68 Hügel, Beschleunigung 70. Fähre auf der 3 und Alec Cowan dann auf der 4. Lance Heydt auf der 5. Also gute Ergebnisse für uns in Ungarn, aber wir freuen uns über den Sieg von Maxep Debisay. Ja, mega gut.
Anti-Jussi-Juntunen auch noch mit dabei. Sehr, sehr schönes Ding. Nicer Dicer. Da haben wir viel Arbeit gemacht. Im Endeffekt hat es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber Alakaun war dann vielleicht auch nicht stark genug. Selbst die gute Tagesform hat das nicht mehr retten können. Also Max Abdebisai holt den Saisonsieg für Team Bike Aid. Wir können ja mal schauen, wo Team Bike Aid in der Kontinentalwertung so ist. Schön, dass wir live dabei sein durften, wie er uns schlägt. Wenn wir Eder Freire gehabt hätten mit einer besseren Tagesform, dann wäre er wahrscheinlich auch die siegreichere Variante gewesen. Aber leider mit der Minus 2 auch nicht die beste Fitness, wobei die Fitness bei ihm, glaube ich, gar nicht so schlimm aussieht momentan. Sieht man, doch, sieht man. 89%, ja, wäre eigentlich sogar gegangen. Alakaun dort auch mit 89, natürlich mit der Plus 4, Lance Hadid sowieso unser bester Hügelfahrer zusammen mit Eder Freire. Und dann werfen wir mal den Blick auf Team Bike Aid und die Kontinentalwertung. So, wir können das ja mal alphabetisch sortieren und dann sehen wir Bike Aid immerhin auf der 34 mit 535 Punkten. Das ist gar nicht schlecht. Platz 181. Das Shenzhen Xicheng. Oh Gott, da kann ja keiner. Aber die haben viele Fahrer, allerdings kaum mal mit einem 60er Wert. Durchschnitt, beste Durchschnitt ist 61. Klingt sehr, als würde Hübi dieses Team trainieren. Ach, guck mal hier auf Platz 1444. Also nicht, weil Hübi nicht gut ist, sondern weil er ja gerne Teams nimmt, die nicht gut sind. So rum muss man es natürlich verstehen. Bevor da irgendeiner das falsch interpretiert. Wir sind in die Top 10 vorgedrungen. In der Kontinentalwertung mit 1061 Punkten. Dann haben wir fast doppelt so viele Punkte wie das Team Bike Aid. Aber das ist auch, denke ich mal, logisch, wenn man die Fahrer hier selber steuert. Dann holt man immer ein bisschen mehr raus, als es natürlich in der Realität der Fall wäre. So, unser Kader wird sich für die kommende Saison erstmal nicht groß verändern. Wir holen 6 bis 7 neue Fahrer. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir können nochmal, sorry, das war der falsche Knopf. Mein Rechner ist momentan echt langsam. Ich glaube, ich muss den mal komplett platt machen, um dann wieder neu zu starten. Jetzt haben wir hier Gabriel Rojas Campos, ein Sprinter aus Costa Rica, der leider nicht so viel Potenzial mitbringt. Wir haben einen Zeitfahrer noch aus Costa Rica, Julian Madrigal Espinosa mit Talent 2 bis 5. José Guillermo, Guillermo Guerrero. Ich weiß nicht, warum ich über Guillermo Guerrero stolpere, aber wahrscheinlich, weil es so ähnlich klingt. Da wäre jetzt erstmal keiner mehr dabei, wo ich sage, den müssten wir unbedingt holen. Das ist dann hier natürlich nochmal besser. Rafael Parisella, wir können ja mal nochmal schauen, ob sich die Fahrer nochmal verbessert haben. Und dann würde ich, wenn das so aufgeht, im Stream am Donnerstag das Ganze dann mit euch live verhandeln. Also, dass wir Donnerstag ab 19 Uhr, da muss ich dann wieder normal arbeiten, deswegen starten wir dann ein bisschen später, damit ich vorher auch noch ein bisschen was essen kann. Dass wir ab 19 Uhr da reingehen und dann könnt ihr quasi mit abstimmen, welche Fahrer sollen wir verpflichten und wir würden uns wirklich auch danach richten. Also ich habe jetzt ja schon häufig genug gesagt, der Goldweinkanister ist zum Beispiel Pflicht, genauso wie Colin Samuel als Bergfahrer Pflicht, das Caden Hopkins, Mariano Arroyo, Kopfsteinpflaster 63 und Quentin Cowan, der jüngere Bruder von Alec Cowan, das wäre natürlich schon eine nice Geschichte. Aber vielleicht fällt uns der ein oder andere Fahrer dann ja eben auch im Livestream noch auf oder euch in den Kommentaren. So, wie geht's weiter? Larry H. Miller Tour of Utah ist auf jeden Fall noch vor den Transferverhandlungen. Da werden wir dann einsteigen. Jetzt geht's erstmal zum Delta Road Race, 157 Kilometer, relativ flach das Ding. Da könnten wir mal wieder versuchen mit Corey Williams, der inzwischen bei der 65 angekommen ist. Von der Fitness her, das ist echt nicht gut. Da müsste man wahrscheinlich mal wieder so Richtung Fitnessaufbau ein bisschen sowas einstellen in der Form. Ich weiß es nicht genau, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen, damit wir das mit der Fitness auch für die Saison 2 besser hinbekommen. Jetzt dieses Jahr ist es persönlich schon relativ wurscht, weil wir haben eh schon echt gute Ergebnisse. Wir haben noch ein paar Eintagesrennen mit drin, aber ansonsten wird das hinten raus ohnehin sehr, sehr luftig werden von unserer Seite aus. Was aber auch okay ist, weil wir freuen uns dann auf die jungen Nachwuchsfahrer, die zu uns kommen, um auf die alten Haudegen Joel Roskopf und Lachlan Morton, der ja erfolgreich seine Tour de France fertig gefahren hat. Also da freuen wir uns einfach drauf. Und ich denke mal, die zweite Saison wird noch geiler als die erste, weil wir dann einfach auch ein bisschen mehr Variation mit drin haben.